Hallo und willkommen zurück bei Dyson Sphäre Programm. Wir bauen jetzt das andere Sachen hier für die Dyson Sphäre, wo wir ja letztens geforscht haben. Aber wir nehmen auch schon die nächste Forschung rein. Nee, machen wir doch nicht. Machen wir doch nicht. Machen erst rein, wenn wir die zwei Produktionsstätten gemacht haben. Vielleicht bauen wir auch direkt hier mit denen, weil die Dinger waren ja dann doch sehr cool irgendwie. Ach so, und wenn man mal guckt, den hier muss ich natürlich auch noch bauen. Aber wenn wir jetzt die Produktion gebaut haben, dann nehmen wir die nächste Forschung rein. Dann bauen wir zwei von den Dingern. Das ist der Plan. So, hier werden wir jetzt die Produktion aufbauen für diese Teile. Wir gucken mal, was wir brauchen. Die hier. So. Wir brauchen die Nanoröhren. Wir brauchen Silikon. Und wir brauchen Dings. Gut. Brauchen wir was für die anderen? Ja, aber nichts von denen, außer das hier. Gut, machen wir mal so hin. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen werden. Kann ich noch nicht sagen. Wir erweitern erstmal ein bisschen und gucken mal. Gut, reicht. Glaube ich, hoffe ich. Werden wir sehen. Jetzt habe ich zu viele weggemacht. So. Vielleicht sollte ich hier mal einen Blueprint machen. So. So ein Standard-5er-Block. Das jetzt. Weißt du was? Wir machen da mal einen Blueprint draus. Machen wir dann so. Direkt Vorbereitung hier Blueprint-mäßig. So, das wird jetzt ein Blueprint. Wie mache ich denn das? Wie ging das nochmal mit den Blueprints? Achso, das ist ein Buch. Weg. New Empty Blueprint. Hier. Double click to use. Wie nutze ich den denn? Aber wie ging das nochmal? Oha! Wie ging das nochmal mit den Blueprints? Ich probiere gerade ein paar Knopfdrücker aus. Oh, scheiße, Alter. Kann sich auch nichts merken, ne? So, copy and create blueprint. STGC. Ah, ja, okay. So, das ganze Teil hier einmal. Das ist, ich sag mal so, die Standardproduktion. Zack. Standard Production. Safe. Ist auch wirklich Standard, ne? Dann verbinden wir mal den Klumpatsch. So.
Ey, wärst du so freundlich? Machen wir einen extra Ausgang? Oder machen wir den... Komm, wir machen einen extra Ausgang. Gehen wir hier dran. Und dann da dran. So, der erste haben wir schon mal. War der einfachste. Weiß gar nicht, warum ich hier wieder den doppelten mache. Naja, kann man dann immer noch. Löschen kann man immer. So, machen wir einen Standardausgang oder... Was soll der Geiz, ne? Ist hier eigentlich auch ein Profilierer dran? Nee, kommt noch. Oh. Sekunde mal. Kacke, wa? Kacke. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Ja, ruhig, Brauner, ruhig. Ja, Junge, dann geht er hier drauf. Ist mir jetzt auch egal. Dann machen wir jetzt die Runde. So wie ich es nicht machen wollte, machen wir es jetzt. Junge! So, mach mit so. Hier können wir ja einfach abzweigen. Ich bin auch deppert, ne? Weißt du was? Junge, geh runter. Mache da dran. Dann machen wir den hier. Hä? Was machst du denn? So. Problem gelöst. Mehr oder weniger. Sekunde, ich brauche noch Strom. So, dann sind die schon mal drin, ja? Dann haben wir den schon mal drin. Dauert jetzt ein bisschen, weil hier irgendwie keine Produktion läuft. Ich meine, das kann man ändern. Damit hier mal was verbraucht wird. Jetzt haben wir hier kein Lager gemacht. Wird mir gerade zum Verhängnis. So, brauche ich noch was, wenn ich schon mal hier bin? Ja, vielleicht noch mal eine Fuhre Förderbänder. So. Förderbänder. Kann man es denn nie genug haben? Nee. Ah, nochmal eine Fuhre Öfen. Ja, komm. Produktion. Ja, komm. Sonst habe ich noch genug von denen. Nehme ich mal 2 Stacks mit. Kann man ja eigentlich auch nie genug von haben, ne?
gut. Alter, diese Türme an Lager, ey, krank. Das heißt, den haben wir jetzt durch. Ach, guck mal, der hat auch schon, obwohl, ja, nur der oberste eigentlich mit Speed ist. Aber theoretisch wird jetzt gespeedet. Okay. So, jetzt brauche ich diese Dinger. Am besten auch mit Speed. Kann ich aber nicht reinmachen. Dann muss ich die draußen machen. Würde das gehen? Es wäre sinnvoller, wenn die weiter oben wären. Gucken wir mal, ob wir die versetzen können. Machen wir mal weg. Die können wir anscheinend auch direkt so nebeneinander machen. Aber das ist ja unnötig. Dann machen wir den hier lieber weg. Und machen die auch wirklich, dass der dann so ein bisschen weiter unten ist. Das heißt, ich gehe mit dem so. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Moment, ich glaube, die sind falsch rum, oder? Ist das egal, wie rum die stehen? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. So, wo mussten jetzt diese Scheißröhre nochmal hin? Verdammt, wo ging das Förderband hin? Hier. Hat nicht die ganze Strecke gelöscht. Glück gehabt. Muss echt aufpassen, ey. Du Scheiße. Na komm. Na komm drauf hier. Und drüber hier. Na, sonst nichts zu tun hier. Ist kollidiert. Ach ja, stimmt, das war ja, um die blauen überhaupt herzustellen hier, ne? Wo sind meine Dier? Boah, ich habe auch 100 irgendwas im Inventar. So, die fahren raus. Jetzt werde ich hier aber einen zweiten dran machen.
Denn wir werden ja jetzt hier auch rausgehen, ne? Es geht. Es geht sogar drüber. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, ne, jetzt muss ich wieder ein bisschen tricksen. Aber die Idiot. So, damit hätten wir den zweiten auch dran. Jetzt müssen wir nur noch die Schalter-Dinger da drüber kriegen. Unser Stahlbeton. Ja. Ich setze ihn mal hier hin. Aus einem ganz einfachen Grund. Hallo. Förder da mal rüber. Während du aber aufhörst. Du ballerst nämlich jetzt hier hin. Und wir klatschen hier nochmal einen hin. Mach den mal schneller leer. Ups. Ich arbeite wieder viel mit diesen Dingern, ne? Frag mich nicht warum. Wobei, wenn ich doch den hier. Hier geht ja so schon so ein langer Strang runter, ne? Soll ich stehen mit nutzen? Weißt du was, wir machen einen neuen. Nein! Doch, ich hasse mein Leben! Laden! Spiel neu laden! Scheiße, was habe ich jetzt weggemacht? Was war's? Ah! Was habe ich jetzt weggemacht? Was zum Fick war das? Oh nee, es war das, was hier drüber lief. Das war das Deuterium. Ich hab das Deuterium weggemacht. Gut. Ich hasse mein Leben. So, das Deuterium geht hier raus. Hier rüber. Stackt sich hier hinten an. Ja, wie lief es jetzt weiter, ne? Ich schätze mal hier durch. Und jetzt denke ich mal hier so drüber, ne? Zumindest läuft es da jetzt lang. Ach so, ja, und dann waren wir hier drüber.
Und sind, haben hier die Dreiermauer, genau, das war die Dreiermauer. Die mir schon öfter Probleme gemacht hätte. Die altbekannte Dreiermauer. Überleg gerade, ne? Wenn wir da dabei sind, könnten wir den doch hier auch optimizen, oder? Gut, ich meine, wir haben jetzt keine Probleme da hinten. Aber effizient wäre es schon, ne? Wir waren hier, ne? Hier waren wir stehen geblieben. Hör mal bloß auf, ey. Wir haben ja noch gar nicht darüber gebaut. Gut. Fahren wir daneben oder fahren wir drüber? Das Colliding. Naja, collide du mal. Dann gehen wir einfach noch einen höher. Ist mir doch egal jetzt. Wir gehen noch einen höher. Überall drüber einfach. Einfach drüber. So. Da wird jetzt natürlich, muss die Lager erstmal leer machen mit dem alten Klumpatsch. Aber dann werden das Jute. Ich sag dir, dann werden das Jute. Guck hier, hier sind schon Jute drin. Aber das geht doch auch mit den Dingern, ne? Antimatter Full Rod. Wir probieren es. Komme ich da überhaupt raus? Ne. Ja klar. Das wird jetzt aber auch wieder nicht gehen, ne? Oh, geht das schon? Jetzt geht der aber nicht. Kein Problem. Gut, jetzt müssen wir nur mal einen blauen herkriegen, ne? Shit. Ah, ja, ich
Mega! Mauern, Förderbändern. Ja! Ja! Drüber! Einfach drüber, über alles! Ja! 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 Einfach drüber, über alles! Einfach drüber! Ja! Ja! Oh Mann, ey! Oh nee! So tief dann, boah, hab ich nicht Glück gehabt. Ja, das ist jetzt die Superschleife. Oh Gott. Ist hier noch was auf dem Weg, wenn wir schon dabei sind? Sollen wir den vielleicht auch upgraden? Ich würde sagen, den machen wir am Ursprung. Den könnten wir. Der wird ja schon. Wenn wir ja schon dabei sind, ne? Ey. Würde sich echt noch lohnen, davon eine Produktion zu bauen. Viel zu hoch, das Ding. Ganz bestimmt nicht. Ich muss jetzt echt mit dem Shiften aufpassen, du. Boah, guck mal, hier sind schon Verbesserte drin, du. Ich nehme einfach mal welche und guck mal. Oder kann ich das schon so sehen? Der hat jetzt 600. Was ist mit dem Dreier hier? Wo ist er denn hin? Wo ist der Dreier hin? Ich habe doch einen eingesammelt. Hä? Nee, habe ich nicht eingesammelt. Aber wo sollen die denn sonst hin sein? Hat die schon hier einer eingesaugt? Ja, die haben tatsächlich mehr Energie. Achso, die werden hier direkt wieder raus hier nuckelt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, jetzt müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass der hier... Alter, das wird aber... Wenn wir das da hinten auch noch machen, da haben wir noch gar nichts in die Richtung gebaut. Hier hinten. Wäre natürlich praktisch, weil der hier, der wird ja im Laufe der Zeit immer weniger, ne? Wenn wir auch den hier noch damit befüllen... Zack. Hier kriegst Grüne irgendwie. Irgendwo habe ich jetzt Grüne.
Da kannst du haben. Wie machen wir das am besten? Komm, geh da drüber. Geh drüber. Kleine Schleife gebaut. Jawohl, ja. Hier gibt es nichts zu sehen. So, bevor wir die darüber bauen, gucken wir erstmal, wie wir das hier machen. Wir haben ja die Produktion eigentlich so gebaut, dass hier alles voll ist, ne? Der ist auch voll, der ist voll, der ist auch voll. Ich glaube, am einfachsten wäre es, den hier dann hochzumachen. Weil hier jetzt nochmal dran zu wursteln, wird schwierig. Aber wenn ich doch eh nur den zum Rübertransport mache, dann muss ich hier hinten doch ja nichts machen. Sondern kann das auch hier machen. An dem direkt. Alter, die Folge ist schon wieder vorbei. Die Zeit verfliegt. Frage ist nur, wo nehmen wir sie ab? Haben wir hier nochmal einen kleinen Schwenker. Die Frage ist, ist das jetzt der Hinweg? Das ist der Hinweg, wenn ich von hier gehe. Hier wäre der Rückweg. Dann nehmen wir sie doch mal vom Hinweg. Mich verarschen. Hä, hey, bist du doof oder so? Mach doch mal eine Gerade. Ach so, das geht nicht. Oh Gott. Das ist hier genau auf dem Dingens. Auf dem Strichwechsel oder was? Diese Krümmung ist schon teilweise echt scheiße. Ja, wie soll ich denn das machen? Da muss ich... Fick dich. Mach mit hier dran. Da drauf kann ich es nicht machen. Alles für... Alles für die... Für die Produktion. So, wo muss ich dran? Hier muss ich dran. So, damit, wenn die genug durch sind, produzieren die hier auf jeden Fall doppelt. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir haben ja hier hinten, wollten wir ja, ne? So, das heißt, diese Components sind schon gut dabei. Das heißt, als nächstes wären dann die dran. Jut. Dann holen wir die erstmal hier raus. Wobei, kann ich hier nicht... machen wir mal Blueprint. Machen wir mal Blueprint hier. Wir haben doch extra hier einen Blueprint gemacht. Standardproduktion.
Ha. Ich muss die Förderbänder drehen. Weißt du, warte, wir klatschen es hier hin. Erweiterbar. Oder wir machen das so. Machen wir mal so rum. Nee, so gefällt mir nicht. Ja. Platz lassen. Komm, machen wir es hier hin. Machen wir es so. Und wir werden dieses Förderband wegmachen. Und so rum machen. Verbunden. Hier müssen wir natürlich noch Dingens ändern. Hä? Was ist denn jetzt hier das Problem? Der hier eins zu kurz oder was? Keine Ahnung. Egal. So, jetzt ist er drin. So, jetzt brauchen wir die Solar Sails und die Dingensbumsens. Die Bumsensdingens. Hey, yo. Wie wär's, wenn wir doch dann hier auch direkt die... Die Dinger bauen. Ja, gute Idee, gute Idee. Hätten wir mit in Blueprint vielleicht schon machen können, ne? Einfach mit in Blueprint rein. Keins von den beiden wird nämlich bis jetzt verbessert. Ich meine, es wäre hauptsächlich gut, wenn wir den komplett hier verbessern, ne? Passt aber nicht drin. Da ist ja kein Beinbruch. Wo haben wir denn hier blau in der Nähe? Da hinten. Ich muss mal kurz ein bisschen was klauen. Ach, hier, Mini. Sind hier erstmal oben, dann müssen wir hier runter. Dann gehen wir hier mal mit. Dann gehen wir wieder hoch. Dann, gehen wir hier dran vorbei. Einmal hier rein. Und theoretisch müssen wir wieder zurück. Hm. Hallo? Ach so. Dumm, ey. Dumm. Ey, voll dumm, ey. Ist die Folge schon wieder vorbei? Ist das ein Scherz? Ich hab doch gerade erst angefangen. Habe ich vielleicht
eben die Zeit nicht pausiert? Kann das sein? Kann sein, dass ich eben die Aufnahme die Zeit nicht ausgemacht habe und die weiterlaufen lassen? Also bei mir, die Uhr zeigt 40 Minuten an. Ich habe doch niemals 40 Minuten jetzt hier nach der letzten Aufnahme. Da muss ein Fehler sein. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 10 Minuten oder so und ich habe eben das Dings nicht gemacht. Das macht doch eher Sinn. So, ich klau mir mal hier gerade, ne? Ich nehme den gleich wieder. Oder warte, nimm von hier. Ja, ich nehme von hier. Keine Sorge, ich nehme von hier. Emma, wie wär's, wenn wir das doch hier direkt mit einplanen? Zack. Ich glaube, ich muss den Blueprint mal anpassen. Aber da muss ich echt noch eine Produktion für diese Dinger bauen. Ich wollte gerade sagen, ist hier jetzt schon wieder so ein Kackding. Die Solar Sails muss ich ja natürlich auch noch verbessern. So. Und schwupp. Also so ist das viel sinnvoller. Ich glaube, ich muss den Blueprint nochmal anpassen. Ich glaube, ich baue mir mal einen. Ganz einfach. Ich mache mir mal einen neuen Blueprint. Hier. So. Wir machen dann erstmal ein Ausgangsförderband. Mit drei Eingangsdingern. So, ich will insgesamt 6 haben. So, das ist so jetzt die Standardproduktion. Dann machen wir jetzt so, das müsste passen, oder? Passt. So, und dann machen wir jetzt hier direkt so ein Teil hinter. Und wenn ich ja alle Produktionen dann im Prinzip so wie den Blueprint baue, dann muss ich nicht am Eingang nochmal einen machen. So, das wäre dann so. So, das wäre der Standardproduktion Blueprint. Das heißt, den hier deleten wir. Jetzt machen wir STGC rein. Standard
Produktion. Standardproduktion. Als Bild nehmen wir tatsächlich dieses Bild hier, Strand, damit wir wissen, dass das mit dem ist. Save. So. Alle Produktionen sollten jetzt irgendwie so sein. Mit diesem Teil. Das Problem ist, hier fehlt natürlich die Linie da rein, ne? Aber das ist ja auch nur mit dem so gemacht. Ich wollte jetzt nur diesen Blueprint haben. Damit ich den beim nächsten Mal nicht nochmal neu machen muss. Außerdem sehen wir mit dem Blauen, das ist ja hier alles kreuz und quer. So, wo waren wir? Ach so. Ja, natürlich. Das haben wir ja jetzt. Das heißt, wir können hier noch ein... Ja, gehen wir hier dran? Gut. Gehen wir hier dran. Statt er jetzt hier so kompliziert zu bauen. Hey, wieso geht der denn jetzt hoch? Okay, ich habe gar nicht geklickt, dass er hochgehen soll, aber okay, geh hoch. War schon sinnvoll. Hat mitgedacht. Guter Junge, er hat mitgedacht. So. Haben wir drin. Jetzt müssen wir noch die Solar Sails holen. Solar Sails, Solar Sails, Solar Sails. Die müssen wir übrigens auch boosten. Die Solar Sails. Local Demand. Boah, guck dir das an. Jetzt geht es ab hier. Jetzt geht es ab. So, dann kommen wir einmal bitte raus. Joa. 100 gleichzeitig. Die Solar Sails. Solar Sails. Überall drüber. Das ist der Weg. So, damit die aber mit doppelter Produktion laufen, muss ich das hier hinten machen. Ich will das nicht hier hinten machen, hier habe ich gar kein Dings. Ja, ich weiß. Wenigstens habe ich mir hier Platz gelassen. 10 Tanks. Hier muss ich ein bisschen umbauen. Okay, die Solar Sails werden weniger. Kein Problem. Bauen wir nochmal ein paar von denen hier. Ah, die brauchen nur die hier verbessert. Perfekt. Die hier leben immer noch am Maximum. Ja, eigentlich müsste ich hier hin machen, ne? Aber dann müsste ich das Förderband wieder umbauen. Die hier kriegen keine Verbesserung. Brauchen die aber auch nicht. Die leben so gut. Ich würde sagen, wir kommen von
hier. Drauf. Ja, dann geh halt dahin, auch egal. So, das ist jetzt der Weg zurück. Einfach überall drüber, ne? Nein, nicht da drauf. Bist du deppert? Natürlich ist der deppert, aber das... Hey. Wir fahren jetzt da drauf, habe ich gesagt. Ja, dann mach es so. Das ist der Weg zurück. Ich möchte es nur mal dran erinnern, das ist der Weg zurück. Ja, sag mal. Ja, das ist manchmal richtig kacke, ne? Mit da drüber bauen, weil der immer anklippen will. Vielleicht gibt es da einen Knopfdruck, den ich drücken kann. Don't snap to shift. Ich bin auch so doof. Ey, lest doch mal rechts, da steht's doch. Ich sag's gerade ja, vielleicht gibt's da ja einen Button, den man drücken kann und dann steht der da einfach. So, das geht hier so rum, da drin. Praktisch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zack, dran gesnappt. So, und das wird jetzt der Weg für zurück. Oh, kann sein, dass die Diamonds. Die Diamonds sind leer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Produktion so heftig ist. Bin ich ehrlicherweise etwas irritiert. So, der Ring wurde geschlossen. Die Solar Sails sind leer. Tatsächlich. Diamonds sind leer. Maximale Diamond-Produktion. Dass die hier so viel Diamonds verbrauchen. Natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Ich werde die Diamond-Produktion umbauen. Ja, ich muss verrückt sein. Ich weiß. Ich muss verrückt sein. Aber ich würde auch gerne die Diamond-Produktion verdoppeln. Das geht aber so nicht. Ich hätte aber auch nie gedacht. Dass die hier mal zu einem Problem wird.
glaube, das hat aber keiner gedacht. Ich habe es mit dem Shift mal früher entdeckt. Das hat mir einiges an Ärger erspart. Aber gut, das Leben ist hart, aber es wird vorbei. So, Diamonds in the sky. Er ist auch hier wieder mitten in so einem Ding gebaut. So, hier müssten aber jetzt. Ach so, hier läuft gar nichts durch. Weil der hier nicht mehr produziert. Weil der keine Diamonds mehr kriegt. Ja gut. Die Diamonds, die kommen ja jetzt. Wozu mache ich denn das? Ich kann. Das ist doch. Das war jetzt irgendwie unnötig von mir, ne? Ich wollte das auch hier erhöhen, aber das bringt ja 100%, während das andere Teil 25% erhöht. Aber es würde 25% von denen hier erhöhen. Was ist eigentlich, wenn man die blauen da durchfährt? Mal gerade probieren, ne? Werden die jetzt dann auch verbessert? Ja, die werden jetzt auch verbessert. Die sprayen sich dann selber. Das ist ja geil. Das ist ein bisschen zu sehr im Raum, ne? Das machen wir mal ein bisschen schöner.
So, rum und wieder runter. Und da drauf. Mein Schuh, der wird irgendwie nie leer. Ich muss die Kohle loswerden, das Graphit. Shit, das hätten wir ja vorne machen sollen. Jetzt geht das hier die dicke Runde. Ich glaube, ich muss generell die Produktion erhöhen, ne? Ja, immerhin die Diamonds füllen sich wieder. Ja, ich habe das zu eng gebaut. Ich habe aber auch ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass das so geil ist. Dass ich das in jede Produktion einbauen will. Ich dachte so, okay, das ist eine nette Spielerei, das probieren wir mal aus. Und dann löschen wir das wieder. Ne, ich dachte so, das wäre so eine Spielerei wie das mit dem Stacken. Das habe ich ja auch nicht überall benutzt. Aber dass das dann so krass ist, dass ich dann ein Förderband schlaufe, über meine komplette Basis aufbaue, hätte ich nicht erwartet. Ich werde es diesmal aber anders machen. Also ich werde mir, glaube ich, noch eine neue, komplett neue Produktion aufbauen. Woanders, wo mehr Platz ist. Die lasse ich so stehen. Baue ich dann hier hinten hin oder so. Wo ich mir dann auch extra nochmal eine Kohle hole. Also ich gehe ja nicht an die Kohle ran, sondern ich gehe vielleicht an die. Oder wenn da hinten noch Kohle ist, hole ich mir dann da hinten Kohle. Aber ich glaube, ich werde mir da eine neue Produktion machen. Und dann auch eine neue Diamond-Produktion nur dafür, glaube ich. Nun gut, aber das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!